eure Salve auf C6. Treffer. D7. Wasser. Ich nehme mal an, das war Ihr Zerstörerorgan. Kann sein. Möglich. Möglich kann sein. Natürlich war das Ihr Zerstörer. Was soll's denn sonst gewesen sein? Ihre Medizin, Frau Gräfin. Katharina. Die Tablette. Ach, Katharina, nicht jetzt. Also los. Machen Sie. Also gut. Salve. D8. Treffer. D9. Treffer. D10. Volltreffer. Versenkt. Gratuliere. Ich möchte ja nicht stören. Dann tu's nicht. Paul ist da. Er bringt dir Charlotte zurück. Oh, Charlotte, wie schön. Mein Großneffe. Tierarzt. Ja, er hat eine Revitalisierungskur mit ihr gemacht. Charlotte. Charlotte ist wieder fit wie ein junges Küken. Die Vitamine haben ihr gut getan. Charlotte, meine Schöne. Ja, Sie sehen ja wunderbar aus, Charlotte. Kompliment. Wirklich ein schönes Tier. Eine Sussex. Aber die französische Linie. Hase, es wäre dann wieder Zeit für deine Untersuchung. Professor Mühlberger ist gekommen. Kann warten. Wo haben Sie nur Ihren Flugzeugträger versteckt, Fuchs? Ja, mein Gott, Bodo, was ist denn noch? Der Professor müsste dann wieder weiter. Bei dem Honorar, das ich ihm bezahle, könnte er seinen Terminplan gefälligst nach mir richten. Also, meinetwegen. Wunderbar, Hase. Es ist nur zu deinem Besten. Ich gehe ihn gleich holen, ja? Zu meinem Besten, dass ich nicht lache. Ich bin eine vermögende und todkranke Frau, umgeben von Ja-Sagern und Intriganten, von Aasgeiern, die alle nur darauf warten, dass ich endlich den Löffel abgebe, damit sie sich um die Reste balgen können. Sind Sie da nicht ein bisschen harsch? Ich muss vielleicht bald sterben, aber bei wachem Geist. Ich nehme alles wahr, was um mich herum geschieht. Sie sterben jetzt schon seit knapp 8 Jahren. Wir sollten das bei Gelegenheit feiern. Bis nächste Woche. Ah, Herr Major Fuchs, Respekt. Verehrung, küsse Hand, Käfer. Wie ist das Wertebefinden? Aber Frau Gräfin, sehen halt wunderbar aus. Kompliment. Ja, und jetzt machen wir noch ein kleines Infusionel. Es ist nur die Elektrolytlösung, das kennst du doch schon. Ihre Hand bitte, Frau Gräfin. Vorsichtig bitte. Du wirst dich wie neu geboren fühlen, liebe Tante. Dem die Werkstatt gehört, ob er das auch schwarz haben kann, ohne Rechnung. Ja. Und als er am nächsten Morgen das Auto abholen will, haben die es tatsächlich schwarz lackiert. Das ist gut. Tolle Geschichte. Das bringen wir. Die Geschichte kannte ich schon. Ihr Herr Maurer hat sie auf den Arm genommen, Frau Latzel. Das ist doch völlig egal. Hauptsache, die Leute haben ein bisschen was zu lachen beim Frühstück. Es gibt keine bessere Werbung für unser Blatt. Aber das ist nicht meine Auffassung von Journalismus, Herr Wenz. Eine wunderbare Geschichte, Latzel. Haben Sie da nicht noch eine?
kann ich Ihnen helfen? Ja. Haben Sie was beobachtet? Das gehört zu meinem Job. Was ist passiert? Ich war nur kurz weg in der Rosenapotheke, ja? Sehen Sie sich das mal an. Haben Sie nichts gehört? Fahrerflucht ist das. Polizei ist gleich da drüben. Herr von Törwald, es ist Ihnen jemand in den Wagen reingefahren, ohne Name und Adresse zu hinterlassen. Seine Frechheit! Bitte. Dankeschön. So was? Ja. Herr Professor Mühlberger. Gestorben? Henry. Ja, wann denn? Ja. Was ist? Henrietta ist tot. Oh mein Gott. Das hat mich umgehauen, als ich von Ihrem Tod erfahren habe. Ich wusste gar nicht, dass Sie euch so nah gestanden haben. Nicht deshalb, sondern weil Gräfin Schellenbach quietschfidel war, als ich von ihr weg bin. Oh, Papa, ist es wieder soweit? Du witterst ein Verbrechen, wirklich. Also in dem Alter darf man schon mal sterben. Ihr müsst die Frau untersuchen lassen. Und mit welcher Begründung bitte? Damit ihr nicht wieder als Trottel dasteht, wenn meine Vermutung zutrifft. Ganz einfach. Der Fuchs? Der jetzt auch noch? Mein Beileid. Darf ich fragen, was Sie hierher führt? Dr. Wimuth hat mich angerufen. Ich soll bei der Testamentseröffnung dabei sein. Hm. Grüß Gott, die Herrschaft. Bruder, mein Lieber. Hubert. Wie geht's dir denn? Na ja, ich muss da eben durch. Ich weiß, du hast das Menschenmögliche getan, aber... Ja, aber wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. So ist das wohl. Ja. Wollen wir? Ja. Wer hat die Gräfin denn gefunden? Ja, ich war das... Wie ich zur gnädigen Frau gekommen bin, war sie schon 5 Minuten tot. Das konnte ich am EKG sehen. Todesursache? Herzversagen, im Schlaf. Glück eigentlich. Wenn es immer so leicht ging mit dem Sterben, irgendwann gibt das Herz Leute auf. Tja, das tut's wohl. Ja. Herr Kollege. Herr Fuchs. Grüß Sie. Tierarzt. Na bitte, jetzt red mich doch der tatsächlich mit Kollege an, der Trottel. Nur weil er den Händel von der seligen Gräfin in den Arsch geschaut hat, ist er noch lang kein Kollege. Wirklich nicht. Ich merke, Sie haben da glasklare Ansichten, ne? Oh ja. Ich, Gräfin Henrietta zu Schellenbach-Törwald, vermache meinen gesamten Besitz meiner treuen Begleiterin und einzigen Freundin, ohne die mein Leben in den letzten Jahren kaum erträglich gewesen wäre, meiner lieben Charlotte, der treuesten Henne auf Erden. Wie bitte? Wie mir blieb Charlotte zeitlebens der Kinderwunsch verwehrt. Nie bekam sie das süße Gescharre von Kükenfüßchen zu hören, so wie auch ich nie das süße Getrappel von Kinderfüßchen auf dem... Wingmut, was erdreisten Sie sich? Wie meinen Sie das? Henne, das Händel erbt? Ja, so sieht's aus. Das kann doch nur ein Scherz sein. Und zwar 12 Millionen Euro und Schloss Schellenbach, in dessen Park sich Charlotte immer so wohl fühlte. Da muss doch ein Irrtum vorliegen. Hören Sie, ich war dabei, als dieses Testament aufgesetzt wurde. Und da wurde ich als Ihr Ehemann, der Neffe und der Leibarzt bedacht. Ja, das stimmt schon. Aber vor knapp 2 Wochen hat Gräfin Schellenbach besagtes Dokument für nichtig erklärt und mich ein neues Testament, dieses hier, aufsetzen lassen. Wenn Sie sich bitte widersetzen würden. Da kann sie nicht zurechnungsfähig gewesen sein. Meiner Meinung nach war Gräfin Schellenbach komplett zurechnungsfähig. Mental ganz präsent. Das Händel erbt die ganzen Millionen. Auch Charlotte hat das Recht auf einen schönen Lebensabend. Hat meine Tante erwähnt, wer sich um die Verwaltung der Millionen... Also sollte das nicht jemand sein, der Charlotte nahe ist, der ihre Bedürfnisse versteht? Ja, ja, genau. Ja. Zum alleinigen Nachlassverwalter und Vormund Charlottes
ernenne ich meinen treuen Freund Urban Fuchs. Seine Intelligenz und sein integrer Charakter prädestinieren ihn zum Beschützer meines gefiederten Mündels. Mit 12 Millionen kann man leicht integer sein. Na, das ist nicht ganz richtig. Herr Fuchs erhält lediglich 750 Euro Aufwandsentschädigung. Er hat nur Zugriff auf das Vermögen, insoweit es für das Wohlergehen Charlottes vonnöten ist. Das gesamte Erbe in Höhe von 12 Millionen Euro geht in eine Stiftung über, die das Ziel hat, die Rasse zu erhalten, in Klammern Sussex französische Linie. Sollte Charlotte aber ohne Nachkommen sterben, fällt das Vermögen meinem Ehemann Bodo, meinem Großneffen Dr. Zirbe, Dr. Mühlberger und meiner Pflegerin Katharina zu. Das heißt, wenn das Händel Junge kriegt, schauen wir alle in die Röhre? Ja. Danke. Die Details, wie das Erbe aufgeteilt wird, hat Frau Gräfin in einem persönlichen Brief an Sie hinterlegt. Das ist doch unmöglich! Ja, Herr von Thörwald, aus dem seit Ihrer Eheschließung vor 5 Jahren angesammelten Vermögen steht Ihnen natürlich der gesetzliche Pflichtteil zu. Pflichtteil? Ja. Leck mich doch am Pflichtteil. Das ist wirklich nicht notwendig. Henrietta muss verrückt gewesen sein. Ich komme zu den restlichen Punkten. Meiner Pflegerin Katharina Bäumler hinterlasse ich meine einzigartige Topflappensammlung. Möge sie mit dem Geschenk so viel Freude haben, wie sie mir in den vergangenen 4 Jahren bereitet hat. Meinem Großneffen Dr. Paul Zirbe vermache ich mein 4 Jahre gelagertes Kaminholz. Herrn Dr. Mühlberger weiß ich mit der Hinterlassenschaft von 350 Gläsern eingeweckten Obstes zu erfreuen. Henrietta zu Schellenbach-Thörwald. Danke, meine Herrschaften. Da haben die doch sicher lange Gesichter gemacht, hm? Muss das Huhn denn jetzt unbedingt bei uns leben? Eine Katze, ein Hund, ein melancholischer Rammler, das habe ich ja alles toleriert, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ich dachte, Sie mögen keine Hühner. Darum geht's ja gar nicht. Ich habe einer alten Freundin mein Wort gegeben. Sie haben Freunde? Hatte. Die Gräfin hatte einen großen Wunsch, dass Charlotte nicht die Letzte in ihrer Linie ist. Ihr Stammbaum lässt sich bis in die Zeit Ludwig des 16. zurückverfolgen. In einem Schreiben, das sie mir hinterließ, hat sie mich gebeten, einen netten Mann für sie zu finden. Was denn für einen netten Mann? Hahn, wenn Sie so wollen. Und den Gefallen werde ich ihr tun. Zumindest werde ich es versuchen. Aber noch was anderes. Henriettas Tod, der kommt mir irgendwie merkwürdig vor. Wittern Sie da was? Gibt es da eine Story? Da hat irgendjemand nachgeholfen. Aber machen Sie das bitte nicht zur Schlagzeile. Nee, das mache ich nicht. Aber was denken Sie denn? Denke nicht, sammle Fakten. Dass zum Beispiel bei über 90% der Gewaltverbrechen der Täter im persönlichen Umfeld des Opfers zu finden ist. Und Sie verdächtigen wen? Den Ehemann? Bodo Thörwald, 30 Jahre jünger. Lebt seit Jahren über seine Verhältnisse. Kein eigenes Einkommen. Dann gibt es 3 weitere Verdächtige. Pflegerin, Hausarzt, der Großneffe. Und die waren ursprünglich im Testament bedacht. Ganz? Ja, Herr Wenz. Ich bin unterwegs. So, mit den Tieren hier, das kann aber nicht so weitergehen. Tu doch nicht so scheinheilig. Du bist doch froh, dass sie tot ist. Werd nicht pietätlos. Wir haben uns schließlich mal geliebt. Daran konnte sie sich wohl nicht mehr erinnern. Von dem Pflichtteil kannst du deine Schulden jedenfalls nicht bezahlen. Nein. Nicht mal die Zinsen. Das Huhn muss weg. Es kommt allerdings öfter vor, dass Leute ihrem Lieblingstier ihr ganzes Vermögen vermachen. Hier. Gunther der Vierte zum Beispiel ist ein 300 Millionen schwerer Schäferhund. Oder ein Kater in Italien hat 8 Millionen plus Immobilien geerbt. Oh, und dann gibt's noch eine Waldschnepfe in Südschweden.
als Alleinerbin eines Möbelimperiums. Hab ich recherchiert. Toll. Latzl, ganz, ganz toll. Da steckt ja eine ganze Serie drin. Millionärsclub der Tiere. Der ganzen Welt geht's immer beschissener, aber ein Tier wird Millionär. Sowas bringt die Volksseele zum Brodeln. Und brodelnde Seelen kaufen Zeitungen. Ist schon klar, Herr Wenz, ja. Ja. Ich möchte, dass dieses Bonzenhuhn zum Tagesgespräch wird, klar? Und vergessen Sie auch die menschliche Seite nicht. Sie haben ja Insider-Informationen von Fuchs. Hm? Ich kann Ihnen nur schon mal sagen, die Geschichte ist um einiges größer, als Sie denken. Ja, schießen Sie los. Wie? Schon mal was von Informantenschutz gehört, Herr Wenz? Ja, aber... Alles in Ordnung? Ja, ja, alles. Ein Professor Mühlberger ist draußen. Er muss Sie unbedingt sprechen, sagt er. Er soll reinkommen. Verehr. Herr Professor. Lass mal das mit dem Professor. Ich komme nicht als Kollege. Ich komme sozusagen, sagen wir mal, als Leidensgenosse. Wie geht's Ihnen, mein Freund? Was wollen Sie? Ja, ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde es eine unglaubliche Frechheit. Das Händel kriegt Millionen und Menschen, die sich aufgeopfert haben und zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung gestanden sind. Sie hat mich mal um 2 Uhr morgens zu sich bestellt, nur weil diese gefiederte Katastrophe Schluck auf hatte. Sie muss ja dieser letzte Wille besonders getroffen haben. Wie ist? Na ja, hören Sie, das Händel erbt. Und wer verwaltet das ganze Geld? Der Mann, der sich jahrelang um das Viecherl gekümmert hat? Na? Na? Unser Herr Fuchs. Kennen Sie den? Leider. Ein Querulant. Er war mal hier in der Praxis mit einem Hasen. Ich musste ihn rauswerfen. Wieso? Weil er im Wartezimmer mit dem Kaninchen einen Streit über den Nahostkonflikt begonnen hat. Sonst ist das was Typisches für die Gegend hier, dass er mit den Viechern ritzt. Oder habt ihr alle einen totalen Moscher? Ich meine, Hieb oder so. Wahrscheinlich, ja. Warum Sorgen machen? Wenn das Huhn seinen letzten Gagazack gemacht hat, klingelt ihr die Kasse. Mhm. Wie alt wird unser Händel eigentlich? Ja, 4 bis 6 Jahre. Und wie alt ist das Händel? 12. Nicht wirklich. Ich versteh's ja selber nicht. Das Schellenbachhuhn ist ein Phänomen. 2 Hühnerforscher von der Universität Paris haben es sogar schon mal untersucht. Die konnten sich's auch nicht erklären. Nur mal angenommen, das Huhn sollte tatsächlich zu brüten beginnen, was ich in dem Alter für unwahrscheinlich halte. Dann gehen wir alle leer aus. Wer an das Unwahrscheinliche nicht glaubt, ist kein Realist, junger Freund. Also, wenn dem Fuchs gelingen sollte, die alte Suppen hinzuschwängen, können wir alle in die Allee scheißen gehen. Also gibt's nur eines. Attacke! Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Gesetze. Viribus unitis. Wir Mediziner müssen zusammenhalten. Haben Sie gedient? Gebirgsjägerbataillon. Dienstgrad? Oberfähnrich. Respekt. Die grünen Teufel haben Sie uns genannt. Wir haben nichts ausgelassen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Aber ich habe da einen Plan. Machen wir einen kleinen Spaziergang? Ja. Die haben die Wände Ohren. Ja, ich habe sie gesehen. Wir sind dann mal kurz weg. Ja? Wiedersehen, küsst die Hand. Praxis Dr. Zirbe. Ich teile deinen Unmut über die momentane Situation, Klausmann, aber das Huhn schläft hier draußen
ist es zu gefährdet. Gefährdet? Finden Sie das nicht ein bisschen paranoid, Herr Fuchs? Ja, wenn das Huhn stirbt, werden 4 Menschen und ein paar Millionen reicher. Nicht das meine ich mit gefährdet. Wo soll ich denn jetzt eine heiße Schokolade herkriegen? Müde bin ich, geh zur Ruhe. Mensch, müssen das Hühnerfutter im ganzen Garten verstreuen. Halt! Haben Sie davon gefressen? Wie geht es Ihnen? Bauchschmerzen? Schwindelgefühl, Atemnot? Alles klar, Herr Fuchs? Es ist das erste Mal, dass ich am Huhn den Magen auspumpen müsste. Jetzt bin ich aber wirklich froh, dass Sie eher auf Kaviar stehen. Frau Gans wird sich um Sie kümmern. Bitte. Diese arme Maus hat's erwischt. Die Leichenstarre hat schon eingesetzt. Der oder die Täter? Soll ich die Spurensicherung rufen, oder was? Es wäre nicht schlecht, wenn Sie Ihre Pietätlosigkeit im Angesicht des Todes ein bisschen ablegen könnten. Bringen Sie bitte Charlotte ins Haus. Herr Fuchs, übertreiben Sie dieses Geflügel-Leibwächter-Ding nicht so ein bisschen? Glaube nicht. Bringen Sie ins Haus und mir bitte einen Staubsauger, damit ich diese Giftkörner entsorgen kann. Gut. Ich bin mir sicher, dass der Täter das Haus vorher observiert hat. Der wusste genau, wo er das Futter zu verstreuen hatte, wo sich Charlotte tagsüber aufhält. Gut, aber bist du dir sicher? Ja, sicher bin ich erst, wenn wir die Laborergebnisse haben. Du willst, dass ich... Ja, eine Laboranalyse. Und ich wette, dass das keine ausgefallene Substanz ist. Vielleicht so Rattengift oder sowas. Normalerweise würde ich das ja für einen deiner Marotten halten, wenn du bei der Gräfin nicht mal wieder den richtigen Riecher gehabt hättest. Ich habe eine Blutanalyse machen lassen. Oh. Hinter dem Rücken deiner Chefin, das finde ich aber gut. Oh, Frau Ackermann ist auf einem Kongress in Reykjavik. Die Gräfin ist an einer Überdosis Dokatimon gestorben. Dokatimon? Ein Notfallmedikament, das bei akuter Herzinsuffizienz oder kardiogenem Schock eingesetzt wird. Wird Dokatimon bei Volumenmangel eingesetzt, kann es zu einer Reduktion der kardialen Füllungsdrücke kommen. Weitere Kontraindikationen sind die Perikardtamponade sowie die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie. So, alles wunderbar. Und jetzt mal zum Mitschreiben. Ja, Ihr altes Herz hat das starke Medikament einfach nicht ausgehalten. Ja, ich hab's geahnt. Henry hat aber umgebracht. Hallo Emily, schönen guten Tag. Hallo? Die Gräfin wurde also ermordet? Und wer war's? Wieder mal gelauscht, junge Frau? Wir stehen mit unseren Ermittlungen noch ganz am Anfang. Die wurde also umgebracht. Morgens. Wie viel Uhr? Laut Bericht um 10:30. Dann kann es ja weder ihr Mann noch die Pflegerin gewesen sein. Weil die standen so um 10:20 vor der Redaktion und haben rumgenölt, weil jemand eine Beule in ihr Auto gefahren hat. Das habe ich gesehen. Naja, außer ihm hatten ja noch andere ein schönes Motiv. Ja, also wir werden jetzt erstmal einige Erkundigungen im Umfeld der Verstorbenen einziehen, ja? Und ich bitte Sie, nicht mit vorschnellen Spekulationen unsere Ermittlungen zu gefährden, Emily. Kein Wort darüber in Ihrem Blatt. Solange ich das exklusiv bekomme, bevor es jemand anders erfährt? Ein absoluter Profi, die Frau Gans. So, wir werden jetzt nicht auf den Putz hauen und alle aufscheuchen. Sondern? Abwarten, abwägen. Sie aus der Reserve locken. Und wie?
Geld ausgeben. Das macht die verrückt. Laut Testament darf ich alles tun, was zum Wohle des Huhnes gereicht. Mach bloß keinen Scheiß, Papa. Ich tue ja nur so. Und Sie schreiben bitte darüber. Ich würde das gerne auf der ersten Seite sehen. Erstmal geht's zum Juwelier. Charlotte, Shopping! Also, das kann man doch nicht zulassen. Gucken Sie mal, wie der grinst. So hätte ich auch grinsen, wenn ich der wäre. Und überhaupt, das ist doch völlig verrückt. Was soll denn ein Huhn mit 12 Millionen? Kauft sich einen goldenen Schnabelschoner, eine Hochseejacht, ab nach Monte Carlo und Party, bis die Küken schlüpfen. Ich gratuliere. Ich bin nur der Verwalter. Ja, freie Verwalter. Das ist Charlotte. Das ist also jetzt das reichste Huhn der Welt. Und jetzt, was passiert denn mit dem ganzen Geld? Sie werden sich doch sicherlich jetzt auch ein bisschen was gönnen. Sie haben doch sicher auch ein paar Bedürfnisse. Hm. Im Moment wären es Scheuklappen und Ohrenschützer. Also, so, dann rollen wir mal. Was ist mit diesem Tierarzt, diesem Großneffen von der Schellenbach? Diesem Zwirbel, Zirbe. Paul, Veterinär, ledig, keine Vorstrafen, nicht mal ein Strafzettel. Lieb, aber nicht ernst zu nehmen, wenn Sie mich fragen. Ist vor 3 Jahren nach Bad Urach gezogen und hat hier seine Praxis aufgemacht. Scheint ja ganz gut zu laufen. Na, geht so. Die Moni, die Schwester von der Franzi, also nicht die Franzi mit dem Dobermann, die ist bei mir im Häkelkurs. Die andere Franzi, die aus der Metzgerei mit dem Silberblick. Frau Latzel. Ja. Also die Moni, hat mal 3 Monate bei Zirbe in der Praxis geputzt. Und? Hat der Tierleichen im Keller? Wie man's nimmt. Sie hat beim Saubermachen mal Wettscheine im Papierkorb gefunden. So neugierig, die Moni, ne? Aufmerksam. Jedenfalls, die Moni hat gesagt, er hätte seine Praxis längst zumachen können, wenn seine Tante und ihr Huhn nicht gewesen wären. Ja. Opa. Also hat er den Pferden lieber beim Rennen zugeguckt, statt ihnen ins Maul zu schauen, ne? Vielleicht hat er ja Spielschulden. Und diese Pflegerin? Diese Katharina Bäumler? Was haben wir denn zu der? Ist ausgebildete Krankenschwester und hat 4 Jahre die Gräfin gepflegt. Mehr weiß ich nicht. Du hast doch die Gräfin die Haare gemacht. Oh. Ist dir da was aufgefallen? Ich meine, so menschlich. Du hast ja immer so eine Antenne für alles Pikante. Ja, da war schon was. Und was hast du genau beobachtet? Naja, du weißt ja, ein Friseur muss immer eine Mischung aus Psychologe, Beichtvater und Künstler sein. Ja, wenn er Haare schneiden kann, reicht das auch. Also willst du das jetzt hören oder nicht? Entschuldige. Also, jedenfalls, ich mache der Gräfin wieder mal die Haare. Und dass die Gräfin keine Schmusekatze war, das wissen wir ja alle. Aber mein Urteil hat sie dann doch immer letztlich überzeugt. Bin ich ja zufrieden. Jetzt komm bitte zur Sache. Was ich sagen will, es dauert mal wieder ein bisschen länger. Und dann habe ich beim Rausgehen die Pflegerin und den Mann von der Schellenbach zusammen gesehen. Sie dachte, Molly wäre schon weg. Wie lange wartest du jetzt schon, bis sie die Augen zumacht? Die verarscht dich doch. Ich weiß auch nicht, dass sie so zäh ist. Du wirst schon sehen, in ein paar Monaten erfordert die Natur ihr Recht und dann ist alles vorbei. Was du willst? Du weißt, dass ich dir nicht widerstehen kann, oder? Nee. Ich lege meine Toupierhand ins Feuer, dass diese Krankenschwester auch den Herrn Gemahl versorgt. Wenn du verstehst, was ich meine. Körpersprache lügt nie. Und diese Körper sagten. Sag mal, was riecht denn hier so komisch? Oh Gott! Oh Gott! Um Himmels Willen! Audesno! Sie haben hoffentlich eine gute Haftpflichtversicherung! Es tut mir leid, Frau Silonga, das kriegen wir schon wieder hin. Das ist gar nicht so schlimm. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Ja. Aber der ist interessant. Professor Mühlberger. Naja. Der Hausarzt, der ist ja immer verdächtig, ne? Mhm. Der ist im Schlepptau der Gräfin nach Bad Urach gekommen.
ist wohl schon länger ihr Leibarzt. Und seit sie sich auf ihrem Landgut niedergelassen hat, lebt er auch hier. Was wissen Sie denn über den? Der ist in den späten 80ern nach Wien übergesiedelt und hat da eine private Praxis aufgemacht. Als Internist mit lauter Patienten aus der Wiener High Society. Scheint er seinem Schema ja treu geblieben zu sein, ne? Mhm. Diese beiden Frauen waren auch seine Patientinnen. Muss ich die kennen? Mhm. Aber sie hatten beide Geld. Und jetzt sind beide tot. Und Mühlberger war von beiden im Testament bedacht. Habe ich recherchiert. Und wie starben die Frauen? Herzstillstand. Das ist doch interessant. Mhm. Ein zockender Veterinär, ein äußerst suspekter Wiener Arzt und eine Krankenschwester, über die wir nichts wissen. Frau Latzel. Das ist doch genau das, was ich befürchtet habe, ja? Topflappen. Lächerliches Erbe. Dieser urban Fuchs, der haut die Kohle raus, dass es nur so raucht. Dieses Huhn rennt durch Bad Urach mit Klunkern behangen, wie das Taylor in ihren besten Tagen. Nee. Darf der das denn? Ja, was weiß ich. Der Notar hat ihm doch diesen Brief gegeben. Anschließend war er mit dem Huhn noch in der goldenen Traube, ja? Champagner, Kaviar, Lobster. Also wenn der so weitermacht, dann hat er in einem halben Jahr das ganze Geld auf den Kopf gehauen. Ach, Henrietta. Du verrücktes Huhn. Du verrücktes Huhn. So ein Quatsch. Sie hat genau gewusst, was sie getan hat. Glaubst du, sie hat vielleicht doch geahnt, dass wir beide... Ich meine, wir waren doch vorsichtig. Ach, was? Sie hat nichts gewusst. Polizei? Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Herr Törwald. Ja. Kommissar Entschuldigung. Polizei Urach. Ich wollte mal nachfragen, ob sich der Unfallflüchtige vielleicht doch noch bei Ihnen gemeldet hat? Nein, hat er nicht. Oh. Ich denke, da wird auch nichts mehr passieren. Wow, ist ein ganz schöner Schaden. Wird nicht billig werden. Ja. Gut, dann werden wir die Fahndung so rausgeben. Das war's schon. Wiedersehen. Deswegen kommen Sie extra hier raus? Ja, in einer Kleinstadt ist eben nicht so viel los. Aber nett, dass Sie sich trotzdem die Mühe gemacht haben, Herr Kommissar. Hübsche Hütte. Der ist nicht vom PKW, das ist eher so ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Gut, glaubst du, da ist einer mit einem Mähdrescher durch die Innenstadt gefahren? Nö, muss nicht ein Mähdrescher sein. Mein Rasenmäher zum Beispiel hat die gleiche Farbe. Ha, guck dir das mal an. Die Gräfin war genauso eitel. Ich lasse sie für 5 Minuten aus und sie posiert vom Spiegel. Ha ha!
Charlotte! Charlotte! Put, 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 put. Versuch's mal auf Französisch. Püt, 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 püt. Püt, 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 püt. Charlotte! Püt, püt, püt. Püt, 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 püt. Püt, 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 püt. Charlotte! Püt, 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 püt. Also, Papa, mir reicht's. Ich sollte schon längst im Büro sein. Hier ist eine Kreatur in Not und du denkst an Schlafen. Bingo! Steigerung der Auflage um 100%. Bravo, Emily. Weiter so. Das Huhn legt goldene Eier. Was sagen eigentlich unsere Leser zu Urban Fuchs? Durchgeknallt, eine schamlose Bereicherung, führt sich auf wie ein Lottogewinner. Na, da haben wir unser Ziel erreicht. Welches Ziel? Nee, nichts. Hat Fuchs Ihnen eigentlich von der Anzeige erzählt, die er aufgegeben hat? Nee. Suche potenten Hahn für entzückende Hände. Eine halbe Seite. Geld spielt keine Rolle, hat er gemeint. Wahnsinn. Avanti, dilettanti! Schauen Sie, ich habe immer einen heißen, immer einen guten Draht gehabt zu älteren Damen. Ach, Stefan, gut, dass Sie da sind. Was ist denn hier los? Bundeswehr oder Vogelkundler? Dr. Zirbe. Professor Dr. Mühlberger, küss die Hand. Ich vernehme die beiden Herren gerade, wenn Sie fürs Protokoll vielleicht mitschreiben würden. Ja, mach ich. Also, Ihr Draht zu älteren Damen blühte besonders heiß, wenn es da was zu holen gab. Aber ich habe nie, nie, Herr Inspektor, nachgeholfen beim seligen Ableben. Die Gräfin Schellenbach wurde von Ihnen über Jahre hinweg behandelt. Sicher? Stand das Dokatimon auf der Medikamentenliste? Ja, natürlich, aber sie hat es nicht gut vertragen. Ich habe es absetzen müssen. Und was ist mit dem Rest geschehen? Wie viele Ampullen waren von der Packung noch übrig? 12 Ampullen. Nach einer halben habe ich abgebrochen und den Rest der Ampullen hat die Pflegerin dann in die Apotheke zurückgebracht. Also Sie haben mehrfach versucht, das Huhn Charlotte zu töten. Na. Erstens das vergiftete Futter im Garten, dann... Vergiftetes Futter? Wie bitte? Na bitte. Sowas würden wir niemals tun. Das ist feige und unmännlich. Wir sind die größten Tierfreunde überhaupt. Herr Professor, Sie waren als Einziger im Haus, als Henrietta starb. Ich habe die gnädige Frau an den Tropf gehängt, dann bin ich in die Bibliothek gegangen, habe ein bisschen gelesen. Rilke, was fürs Herz, ne? Ja, und auf einmal habe ich das Dings, das EKG gehört. Ja, das Stillstand. Und dann haben Sie Bodo Thürwald angerufen. Um 10.20 Uhr war das. Mein Whisky ist irgendwie verwässert. Ja, du hast ja schon 4 Eiswürfel reingetan, junger Freund. Das ist es, ein verzögertes Alibi. Ah, verzögertes Alibi? Ja, stell dir mal vor, man friert Dokatimon in Eiswürfel ein und steckt diese dann in den Infusionsbeutel und verlässt das Haus. Der Eiswürfel schmilzt. Das Dokatimon wird freigesetzt, gelangt in Henriettas Blutbahn und aus.
Dann kann es ja jeder gewesen sein. Genial. Ja, nicht genial genug. Charlotte ist hier nicht mehr sicher. Bring sie weg. Was die Lackspuren angeht, da würde ich mich mal auf Schloss Schellenbach umschauen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nur für ein paar Tage, bis wir die Sache aufgeklärt haben. Der Mann, zu dem ich sie bringe, der ist hundertprozentig zuverlässig. Aha. Kriegen wir schon hin. Hallo, Günther. Hallo. So. Ich melde mich, sobald wir was Neues wissen. Und Günther hier ist ein echter Hühnerspezialist. Jetzt bring Charlotte mal schön in Deckung. Mal sehen, was passiert. Mach ich. Kannst du drauf verlassen. Danke. Das könnte Charlotte sein. Charlotte? Ah, kommt. Hier nicht, hier nicht. Ich hab sie doch schon. Hier nicht, hier nicht. Hier nicht, hier nicht. Hier nicht, komm. Ruhe im Karton. Soll ich aushalten, wie Sie es da aufhören? Frau Bäumler, Herr Törwald, wir würden uns gerne mal einen Moment mit Ihnen beiden unterhalten. Es gibt eindeutige Indizien dafür, dass Ihre Frau ermordet wurde. Das ist doch Unsinn. Meine Frau starb an Herzversagen. Durch die Verabreichung von Dokatimon. Das weiß ich nicht. Ich war. Sie waren in der Stadt einkaufen, das wissen wir doch. Und Frau Katharina Bäumler hier hat sich aufgeregt, dass jemand ihr Auto beschädigt hat. Die Farbe an Ihrem Auto stammt allerdings von Ihrem Rasenmähertraktor. Können Sie sich das erklären? Nein, das kann ich nicht. Sie hatten ein Verhältnis mit Frau Bäumler. Hören Sie, ich habe meine Frau sehr geliebt, bevor ich Katharina kennenlernte. Aber ich hätte ihr nie und nimmer etwas zuleide tun können. Das glaube ich Ihnen sogar, Herr Törwald. Dazu braucht es jemand mit einer bitteren Entschlossenheit. Jemand, der satt hatte, darauf zu warten, dass Ihre Frau endlich stirbt. Jemand wie Sie, Frau Bäumler? Ich? Sie scheinen sich ja mit Gift ganz gut auszukennen. Sie haben schon versucht, das Huhn mit Rattengift zu töten. Sie haben Herrn Törwalds Auto beschädigt. Ihre Fingerabdrücke haben wir am Lenkrad des Traktors gefunden. Sie haben Frau zu Schellenbach das Dokatimon verabreicht. Und zwar als Eiswürfel, der seine Wirkung erst nach einer halben Stunde zeigt. Und als der Tod eintrat, da waren Sie schon nicht mehr im Haus. Schlau eingefädelt, aber nicht schlau genug. Es war Bodos Plan. Er hat sie umgebracht. Wie bitte? Was redest du da? Er war's. Im Mülleimer in der Garage haben wir eine zerbrochene Glasampulle gefunden. Dokatimon, das die Gräfin nachweislich nicht vertragen hat.
Professor Mühlberger hatte sie beauftragt, die Packung zurück in die Apotheke zu bringen. 11 Ampullen wären das gewesen. Sie haben aber nur 9 dort abgegeben. Und ich habe geglaubt, du liebst mich und du wartest auf mich. Die Alte wäre 100 geworden! Ich wollte jetzt etwas von meinem Leben haben! Ich wollte raus aus diesem Schloss! Du hast mir die Luft zum Atmen genommen! Kurz mal stillhalten! Mal nach. Nein! Herrlich. Was ist denn los? Morgen. Was soll denn das lange Gesicht? Lief doch alles wunderbar. Täter gefasst. Henne gerettet. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit Charlotte? Hat sie schon jemand auf die Annonce gemeldet? Netter junger Hahn gesucht? Nee. Na, dann bringen Sie doch zurück zu diesem Biobauernhof. Da hat es doch gut. Das kann ich doch erst, wenn Charlotte nachkommen hat. Das heißt, Sie müssen jetzt warten, bis das Huhn an Altersschwäche stirbt. Das sind ja keine schönen Aussichten. Huh?